Devils. Mustafa. Oh, oh. Da kommt was. Von hinten, Lara. Von hinten. Lara? Oh, oh. Oh, shit. Hau ab, du Bastard. Okay. Keine Ahnung, ob man den so besiegen kann. Ich hoffe einfach mal. So, Schnauze voll, warte. Jetzt kommt die Shotgun. Hau ab! Scheiße, daneben geschossen. Mann, der ist verdammt schnell. Warte mal, treffe ich den überhaupt? Also wenn die ganze Scheiße jetzt nichts bringt. Ja, okay, ich glaube, ich lade nochmal neu, weil... Scheiße, muss ich die ganze Rotze nochmal anhören. Na egal. Da hat sich ja so ein Teil, so ein Teil ist ja aufgegangen. Ich glaube, da muss ich dann rein irgendwie. Ich glaube, weil der hat auch nicht geblutet. Deswegen, glaube ich, kann den nicht verletzen. Erinnert mich jetzt so ein bisschen an Herr der Ringe, Palantir. Doppel-Palantir. So. Ja, so viel zu der Theorie. Also müssen wir wirklich abknallen. Hm, aber wie? Ich schieße jetzt einfach mal die ganze Zeit auf der. Ah, jetzt habe ich den irgendwie verletzt. Okay, warum auch immer, aber jetzt wird er auf jeden Fall... Jetzt wieder nicht. Hey, der hat doch gerade gestöhnt. Okay, also ich muss ihn irgendwie ganz komisch treffen. Immer so diagonal. Okay, also ich muss ihn wirklich auf der Schwertseite treffen. Also wenn er seitwärts zu mir ist. Oh shit. Der lebt ja noch. So, den erledigen wir jetzt mit der Shotgun. Stirb, du Penner! Mein Gott, wie verhält der aus? Komm, so. Jetzt aber.
Oh, geschafft. Der hat einen Schlüssel fallen lassen. Puh, der war anstrengend. Ach, und da können wir damit aufschließen. Ich glaube, wir haben unsere Mission erfüllt. Wir haben diese dunkle Seele getötet. Also wahrscheinlich jetzt zurück zum Chief. Also zum Chef. Denke ich mal. Ich glaube nicht, dass wir hier noch was anderes machen müssen, oder? Doch, da unten rein, stimmt. Das hat sich ja geöffnet. Oh, ich hätte die Leiter nehmen sollen. Was ist das? Hä? Hey? Kann ich das irgendwie nehmen oder so? Abschießen? Ist hier so dunkel, warte mal. Was kann ich denn hier machen? Das sieht auf jeden Fall irgendwie wichtig aus. Ach so. Okay, konnte ich wirklich nehmen. Was ist das jetzt? The Immortal Soul of Verdilet. Genau, das sollten wir finden. Also müssen wir jetzt damit zum Chef zurück. Also quasi raus hier und dann den Teleporter nach oben zum Asylum nehmen. Ja, war ein schönes Level. Aber wirklich nur ein Gegner in dem Level, ne? Ach, wir werden direkt dahin teleportiert. Okay, jetzt hilft er uns hoffentlich irgendwie über den See rüberzukommen. Also sein Versprechen da sieht aber schon mal ganz gut aus. Huh? What the hell? What the hell? Ja, das ist passend. You pathetic little man. Okay, die Barriere ist weg. Das ist ja schon mal nett. Okay, wir sind gerade auf dem Weg vom Asylum zurück. Das ist schon mal sehr nett. Und ich hoffe, dahin müssen wir nie wieder zurück. Also ins Asylum. An diesen kranken Ort. Aber ich glaube, da haben wir wirklich alles erledigt jetzt. Also jetzt fällt mir nichts mehr ein, warum wir jetzt nochmal zurückgehen sollten. Bin mal gespannt, wo uns unsere Reise jetzt hinführt. Ahahaha, er wird da gegrillt. Schön gemacht. Wie ist dieses Level eigentlich nochmal? Ach ja, Realm of the Lost, genau. So, darüber und dann, ja, da hinten hin. Und rüber. Und da ist Demon's Maul. Hat er irgendwas zu sagen? Naja, du hast studiert irgendein Buch oder ein Zettel. Okay, sieht immer verrückter. Das sieht ja schon wieder so crazy aus. Mann, wie groß ist das Level eigentlich? In whispers at the dead side margins, in the hushed and shivering tones of the lurking, lurching revenants. These places, blood temples to the lower. Where the dark souls did find their secret corner, hidden by the sanguinary sisters steeped in voodoo lore. Okay. Wie heißt dieses Level? Factories, ja, ist passend. Höllenfactories. Okay, ich sammle noch eben dieses Teil hier ein und lese das mal eben. Schriftrolle? Oder es wäre so eine Call Demon's Maul's. Reminder from Demon's Maul's. Lara, remember you have my instructions on how to build a beacon.
Aha. Ja. Aber hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich frage mich wirklich, wie lange diese Level-Serie noch geht. Also wir haben mit Sicherheit schon gefühlte 10 Level gespielt. Unglaublich. Naja, macht auf jeden Fall Spaß. Also bis zum nächsten Mal, Leute.